So, es geht los. Airdrop-Action eventuell. Wir kommen hier zurück zu Rust. Du bist hinter mir, okay. Ja, ich bin da noch dabei. Dann gehen wir mal eine Runde sterben. Ja. Wir sind aber so langsam, ne? Was geht? Schaffen wir das überhaupt? Ah. Wir probieren unser Glück, würde ich sagen, oder? Werden früher loslaufen müssen. Bis wir da sind, ist schon ein ordentlicher Fight. Vielleicht sammeln wir den Loot von den Leichen ein. Eventuell. Ich glaube, wenn wir wieder rückkommen von unserer Farming-Tour bzw. Looting-Tour da oben, wäre es noch wie eventuell noch unsere Basis dastehen sollte bzw. noch die Tür zu ist. Tür? Ja, denke ich mal, warum nicht? Spannend. Mit ein bisschen Action und mal gucken, ob wir es überleben oder auch nicht. Oh, das landet bestimmt auch mal auf dem Berg drauf, kann das sein? Ich weiß es nicht. Ja, sieht so aus. Ja, doch, könnte. Ah, das ist ein weiter Weg da hoch. Nee. Davor runter an der Klippe, das ist Ja, direkt schön. bei der Base dahin. Ah, ist ja praktisch, ne? Ich würde sagen, auf einen hervorragenden Kampf. Na, da ist einer genau bei der Base. Das Schwimmen dauert jetzt wieder viel zu lange, ey. Da rennt schon einer von links an der Basis lang. Da auf der Naja. Spitze steht schon einer. Er läuft rechts lang, Er oder wo? ist weg. Nee, er ist ja da drüben, der den Loot eingesammelt hat. Er läuft rechts am Ufer lang. Ach, der ist es, ja. Ja, der hat den Loot. Dann holen wir uns den noch. Links läuft einer. Ja. Der schwimmt rüber, glaube ich. Schwimmt wieder zurück. Ja, ich schwimme wieder zurück, genau. Behalte den links im Auge mit der Armbrust. Wo ist er? Auf dem anderen Ufer kommt auch einer zugerannt zu uns. Pass auf, er schießt auf dich. Weg, schwimm zurück, abtauchen zurück. Abtauchen hilft. Ich gehe unter. Ich bin down. Abtauchen. Also Das, ja. ich habe noch drei Leben. Nur jetzt abtauchen müssen. Naja. Abtauchen oder mit Leertaste arbeiten hilft. So, ich sehe jetzt überhaupt keinen mehr. Doch da hinten spaddelt noch einer. Der mit dem Loot ist auch noch da. Da drüben ist auch noch einer. Da sind zwei Leute, ey. Lol. Ja, naja, siehst du.
Ja, doch, doch, so viel da gewesen, ne? Also, ich habe jetzt Ja, drei Leute also getötet in der Zeit, ne? 3, 4, ich lebe ja noch. Mal gucken, ob ich irgendwie noch Loot, aber irgendwie, ja, stibitzen kann hier. Oder auch nicht. Du kannst ja noch mal herkommen, du weißt ja noch, wo das ist. Hoffe ich Ja. zumindest. Oder nicht? Weißt du nicht, wo das ist? Ich weiß schon, was das ist. Das war nicht das Problem in der Hinsicht. Ja, oberhalb von E12. Ah, ich weiß, was es ist. So, hier vorne ist keiner. Hat er die Leichen hier? Ne, hier müssen doch Leichen irgendwo sein. Eigentlich. Glaube, die sind hier vorne gestorben. Ich sehe hier gar nichts. Ich sehe hier keine Leiche. Ich sehe hier. Da sind zwei. Wow. Headshot, er ist down. Oh, das ist gut, das ist gut. Jetzt geht der andere natürlich da looten. Eventuell. Ah, ist nichts Tolles. Na, hi. Okay, die geht auf dem anderen Ufer. Ich gehe mal hier lang. Macht es. Ja, meine Talente haben leider nicht gereicht zum Überleben. Na, er schießt. Na, ich habe Glückstreffer gelandet. So, ich tauche mal hier nach links rum, na, links lang und. War jetzt kein dicker Loot. Ich weiß auch nicht, wo der geblieben ist, der mit denen den Airdrop eingesammelt hat. Der, ja, wer das jetzt war, hier waren ja drei Leute, hier blickst du ja gar nicht mehr durch. Bei den ganzen Leuten hier. Und die denken jetzt, ich habe hier dicken Loot dabei, eventuell vom Airdrop. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Bin noch angeschlagen, nur noch 54 Lebenspunkte. Boah, geht's ja ein bisschen besser als mir noch, ne? Wer weiß, wer hier vorne gleich auf mich noch zukommt. Hier sind ja auch noch einige Basen, ja, denke ich mal. Ich kann immer noch sterben. Auf. Mein Pfeil und Ich Bogen nicht lauf mehr mal in die losgeworden. Berge. Ja, du kannst doch noch mal ein bisschen looten. Hol ich auch. Dabei ein bisschen Eisenerz zu holen und. Na, ich habe aber keinen Stoff dabei. Nicht genug. Ich habe ein schönes Beil. Konnte ich noch klauen. Aber ich bin ja noch nicht zu Hause, ne? Also. Dann kann auch irgendwas passieren, würde ich sagen, aber ich denke mal. Oh, jetzt habe ich das Steam-Menü hier drin. Kommt denn das da hin? So. Verklickt, ne? Verklickt. Verband machen oder zwei oder drei. Na, so ein Wasserkampf ist natürlich auch geil gewesen, denn also du hattest nur ein Problem, weil er dich gesehen hat, ja. Du hättest dann abtauchen müssen. Oh, was Also sind hier? Wasserkampf habe ich ja auch schon ein paar Mal gehabt, aber eben ja. Was sind hier für Basen, ey? Chat lesen kann ich gerade nicht. Irgendwas stand da vom Airdrop.
Also Achso, keinen ja. dicken Loot bei. Ich habe auch noch nicht mal eine Picke. Was ist? Da hat gerade jemand geschrieben gehabt, dass er das Zeug alles bei sich hat. Der eine. Ja, einer hatte den Hauptloot, aber. Ja, hier ist eine schöne Base. Nice. Hexenhaus. Sogar auf. Eine Kiste drin. Da muss ich rein. Loot, Stein und ein bisschen Holz. Und hast du nicht gesehen? Und Totenschädel. Schon wieder Hunger. Und hier war einer. So, wo haben wir denn gebaut? I17 oder wo war das nochmal? Wo wir gebaut haben, I17 unterhalb, ja? Ja. Genau. War 17. Sind wir da an der Na, Ufer lang ich muss gewesen. schon wieder essen, ne? Ich brauche unbedingt essen. Das brauche ich hier nicht weitermachen. Ich kann natürlich die Straße ablaufen, aber ich habe auch noch 70, okay, 69 Lebenspunkte. Ist auch nicht so doll. Das heißt, ein, zwei Hits mit einem Pfeil, wenn nicht sogar noch einen, je nachdem, wo er dir treffen tut, kann schon tödlich sein, ne? Ja, und ich habe das schöne Beil hier, was ich ja klauen konnte. Immerhin etwas. Scheiße auf dem Airdrop, Hauptsache ein Beil. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, sag ich mal. Jo, schon wegen dem Beil. Man hat gesehen, man ist nicht allein auf dem Server. Nee, überhaupt nicht. Oh, manchmal mache ich. Ja. Beim Airdrop hast du immer Manchmal mache ich Action, deswegen. Taschen. Also, ich habe gleich gesagt, lass mal hinlaufen zum Airdrop, da gibt es ein bisschen Fight. Leider warst du, also hast rechtzeitig, bist du verschieden, rechtzeitig irgendwie? Nee, nicht rechtzeitig, na, ja, zu früh verschieden. Verstorben, Ja. gestorben. Ja, ins Gras gebissen Ja, hast du. ja, ja, ja. Leider. So, Sonst hätten wir soll los machen eventuell schnell. vielleicht den Kerl vom Loot, vom Hauptloot, vom Airdrop noch schnappen können. Ich hatte noch nicht mit gerechnet, dass der Airdrop doch so weit weg ist. Er war zwar nah dran, aber nicht nah genug. Und leider habe ich den Falschen erwischt. Einer hat ja noch überlebt. Ja. Hätte noch versuchen können, den auch noch zu töten. So, wo bist du überhaupt? Was machst du denn? Farm? Ich bin gerade an der Basis drin und Ach lasse so. gerade noch ein bisschen Eisen schmelzen. Ich bin gleich da. Hast du noch einen Bogen schon? Einen zweiten? Also dir gecraftet? Dann können wir gleich nochmal hier gucken, was unser Nachbar vielleicht in der Nähe hier macht. Eventuell können wir den noch Ich ärgern. weiß. Zum Abschluss. Weil du bist ja dann. Ja, wenn es weitergeht, wenn ich dann alleine weitermachen sollte. Und die Basis denn morgen noch eventuell stehen sollte, mache ich dann alleine weiter. Vielleicht, obwohl, naja, man darf nicht so nichts versprechen, ob du dann eventuell die Tage nochmal vorbeischaust, vielleicht ein, zwei Folgen noch mitmachst. Mach mal bitte die Tür auf, ich bin da. Das weiß man ja noch nicht, Was? ne? Ich bin da, ja, mach mal die Tür auf, ich muss rein, ich möchte rein. Das mit der Tür müssen wir dann auch ändern, dass ich die aufkriege, ohne Schlüssel. Deshalb lasse ich gerade auch schon einen Haufen Eisen machen. Dass wir uns diese Metalltür reinbauen können und dieses wunderschöne Kotschloss. Aber am Bauschrank muss Material rein, ja? Du hast auch nur rechts die Einblendung. Da fehlt Baumaterial. Ach nee. Jo. Ich habe gerade eben nur Holz rausgenommen, weil ich eben Pfeile und einen Bogen craften wollte. Ist das alles voll hier? Was ist denn das? Muss ich ja noch eine Kiste machen, ja? Du musst nicht, du kannst. So, erstmal was essen, ja? Ist auch schon weg. Nö. Die rote Jacke ist scheiße, das fällt ja überhaupt nicht auf, ey. Naja, aber es ist schön warm, da hast du nasse Füße, wie es aussieht, ne?
Könnte man schreddern. Ich zieh die auch aus. Warum ist die rot? Angezeigt wird sie mir grau in der Leiste, aber wenn ich sie trage, ist sie rot. Naja. Schwarzer Pulli fällt eigentlich auch auf. Egal. So, bringt die überhaupt ein bisschen mehr Rüstung? Ja, okay, die bringt mehr Rüstung. Dann muss ich sie ja eigentlich ein bisschen tragen. Ein bisschen, wenn ich tot bin, wenn ich sterben sollte, dann sterbe ich. Dann ist das eben so. Mit Ehre und Würde. Also mein Spiel ist echt dunkel. Da muss ich nochmal was ändern. Die Kisten hier sind, die siehst du nicht braun, die siehst du komplett schwarz. So, das bleibt mal hier. Guck mal hier, deine Kiste habe ich geklaut. Das Beil, das Gute, das lasse ich mal hier. Obwohl, ich könnte mal Holz gleich holen. Dann packe ich das andere weg. Ist auch wurscht. Hab's ja auch Holz. geklaut. Wo ist das Beil? Achso, das Beil, das ist ja Naja, vor. hast du noch Stoff? Irgendwo hier ist ja gar kein Stoff mehr. Wo ist das denn? Ist das im Bauschrank? Nee. Hast du das alles einstecken Da oder haben wir. vorne. Ach so, Hier, da. hier, hier. In dieser Ja, Truhe. danke. Ich hab da mir gerade Bogen gebaut, weil sie gesagt haben. Na, dann nimm die Pfeile da schon mal raus. In irgendeiner Kiste sind noch 14 Pfeile drin. Hast du ja auch nicht mehr. Ich hab mir Pfeile gerade Ach gecraftet. so, dann ist ja gut. So, was schreiben die Leute so im Chat? Was habe ich denn verpasst? Paddelschuh, miau, okay, gab's nicht mehr und so weiter und so fort. Der mich eben mehr getötet hat vom Airdrop, es war sinnlos, ich habe all das Zeug. Ja. Also war er Das war tot. Der eine echt. war tot, ja, den habe ich nämlich versucht zu finden, aber dann kam noch ein anderer oder was? Ach nee, oder ist das derselbe? Naja. Man muss ja versuchen, ne? Man muss ja alles versuchen. Sag mal so, wir haben alles das gegeben, was unseren Kenntnissen möglich war, Ja. und alles andere sind nur reine Spekulationen möglich und hast nicht gesehen, ne? Entweder hat man Glück oder man hat Pech. Wir hatten natürlich auch viel Pech beim Start, sonst hätten wir derzeit viel mehr geschafft. Auf jeden Fall. So, du hast einen Bogen? Ja, dann lass noch mal raus. Aber erstmal verbinden. Hast du ein Ja, warte faules doch mal. Leben? Nee, ne? Nein, na fast. Ich muss ja Druck machen, du bist ja gleich weg, deswegen. Also, die Zeit läuft, die Zeit läuft. Das stimmt, ja. Kann ja Warte, nicht noch ich eine frag 10 mal das, Minuten hier was ich. rumstehen oder, ne? Also, das will auch kein Mensch sehen. Die Leute wollen Action sehen hier. Die wollen sehen, wie du stirbst. Echt? Jupp. Dann packe ich mal meinen Bogen, brauche man mit. Werkzeug lasse ich hier, brauche ich ja nicht mehr. Ja, wir gehen einfach nur eine Und. Farmtour machen. Vielleicht treffen wir noch einen oder wir treffen gar keinen. Okay, dann nehme ich doch noch ein bisschen Werkzeug mit. Natürlich, nimm mit. Na dann, Hast du genug Pfeile Ofen bei? brennt. Hast du genug Pfeile? Ich habe 20 Stück. Mach nochmal bitte auf die Tür. Ich möchte auch noch raus. Ich habe gedacht, wir warten noch ein bisschen, ob wir die Metalltür einbauen können. Machen wir nicht in der Aufnahme. Brauchen wir nicht in der Aufnahme zu machen. Na klar. Links, obwohl wir gucken erstmal rechts. Ach ja, das hatte ich ja. Habe ich das jetzt verloren übrigens? Ach nee, nee, das hatte ich ja. Ach so, das hast du ja jetzt. Ja, alles gut. So, hier oben bin ich übrigens. Wer ist denn das am Wasser mit der Mini-Hütte? Haben wir eine Mini-Hütte? Hütte? Siehst du eventuell wieder irgendeinen auf dem Berg stehen? Ich sehe hier niemanden. Ich hab das verbessert. Oh, Mist. Die bessere Axt, das will ich gleich mal testen. Aber ich bleib mal da überhaupt noch an der Holztür mit Schaden machen kann, weil mit der normalen Axt kannst du nämlich nicht, also kannst du keinen Schaden mehr machen. Und deswegen will ich das jetzt nicht mit der Axt, sondern mit dem Beil. Das ist ja das Beil mal ausprobieren. Du passt auf, ja? Nö, geht auch nicht mehr. Man kann an der Holztür keinen Schaden mehr machen. Das ist ja blöd. Geht nicht mehr.
Bis Das ist aber schön. oben ist Holz. Guck mal, hier ist ein Loch, da kann man luschern. Aber das ist doch gut, oder? Geh mal Wenn es rauf. nicht mehr so einfach leicht kaputt zu machen ist. Warte, Komm ich warte, hoch. ich muss erst ducken. Doch, doch, auf mich rauf und. Richtig auf mich rauf. Wir müssen gleichzeitig springen. Ja. Nicht die ganze Zeit springen, du musst schon auf mir drauf bleiben. Sonst bringt das auch nichts. Das muss doch noch funktionieren. Ja, wenn man geübt drin ist, das ist richtig. Er muss gleichzeitig. Warte, pass Mach! auf, komm, ich bock mich. Ja, hoch! Ne, warte. Hoch! Ne, warte. Bücken! Hoch! Ja! Geht doch. So, da sind die Kisten, aber man kriegt das so nicht mehr kaputt. Du kannst dich bestimmt noch daran erinnern, dass man das so mal damals, ja, dass man so früher raiden konnte, ja. Mit dem Beil, selbst mit der Axt. Konntest du stundenlang dann am Holz rumkloppen, auf dem Holz, und dann hast du die Bude irgendwann aufgehabt. Geht jetzt nicht mehr. Schade. Natürlich doof. Das ist echt doof. Hinten ist zwar eine Base, aber zu der großen Base hinlaufen, das bringt jetzt auch nicht so viel. Gehen wir mal ein bisschen looten. Bleib in der Nähe. Warum ist eine Kiste? Ja. Hab ich auch schon gesehen, links, ne? Man auch wieder so schön hoch. Ne? Na, die Kuppel ist gar nicht so weit weg. An der Kuppel sind die Leute immer eigentlich mit dicken Waffen. War bis jetzt immer der Fall. Links war auch irgendwo eine Base, meine ich. Links unten, ne? Eventuell einer am Laufen hier? Nö, außer du? Nö. Direkt voraus, komm mal mit. Ich meine, da war irgendwo da hinten in diese Richtung noch eine Basis. Sonst fahren wir halt ein bisschen und dann machen wir gleich hier, ja, mit dir ist dann Schicht im Schacht. Dass wir noch ein bisschen Ja, farmen und dann baue ich die Basis aus und eventuell ist die Tage, habe ich noch Hoffnung, dass die Base noch da ist und dann mache ich alleine weiter. hier unten ist eine kleine Basis. Okay, dann war das die, die man von unten gesehen hat vorhin. Okay, die ist echt klein. Das ist genauso groß wie unsere. Ist die mal 4? Ja, stimmt. Ich dachte, die ist noch kleiner. Also vorne dazu vorne und so ist vorne so noch eine Schräge drin. Sieht zu klein aus. Na, die Koppel ist ja schon da vorne, ja. Na, dann komm mal zurück. Umgedreht, einfach und zurück. Es gibt hier auch andere, gibt hier auch andere Spieler, die Probleme haben, die Pilze zu sehen. Die sind auch schön gut, also gut versteckt, ja, die Pilze. Nicht mehr so offen, wie sie vorher mal waren. Gesetzt waren. Also das mit Essen ist merkwürdig. Ist Schwefel brauchst du auch nicht, ne? Nein, überhaupt nicht.
Hier komme ich sowieso nicht zum Raiden. Nimm noch ein bisschen Zeug mit von der Straße hier und dann ist gut. Vorne haben wir noch einen Stein. Habe ich meine Pike überhaupt mit? Nee. Bist du so nett und farmst den Stein da vorne mal ab? Ja, kann ich ja machen. Ich habe extra meine Picke mitgenommen, weil wir eine Farming-Tour machen wollten. Ja, wollten wir auch eine Farming-Tour. Und ich habe natürlich die Hälfte vergessen, ja. Ich habe noch rumgeschimpft. Metall, holst du das Metall da hinten auch noch, bitte? Den da hinten, hinter mir. Stein hier. Naja, sollte Metall sein. Ist das Stein? Okay. Naja, auch nicht schlecht. Gut zum Ausbauen. Was ist da? Da. Links, links rum. Wo war die Straße? Hast du 2000 Steine so ungefähr in der Tasche oder wie viel hast du gerade in der Tasche? 1,5. Okay. Na, gucken noch mal an der Straße kurz, sonst gehen wir gleich zurück. Okay. Also hinten ist auf jeden Fall gerade vor, geradeaus, weiter geradeaus ist die Basis, wo vorhin einer auf dem Dach war. Das ist ja die Base mit den Türmen. Bleib du mal rechts oder guck du mal rechts hier. Guck mal gerade hier runter. Also auf jeden Fall nochmal Eisen. Ja, das sehe ich auch. Ich gucke ja nur noch einen Feind. Ist aber kein Feind. No, da ist ein Bär. Aber der haut doch ab. Haut er ab oder haut er nicht ab, ist die große Frage. Er greift an. Hast du, habe ich ja auch. Moment. Ne, habe ich nicht bei. Den Bauplan hast du denn bei? Nö. Okay, dann mache ich einen. Da kommt er eh hin zurück in unsere Richtung. Warte mal ab. Der gibt nämlich ordentlich Fett und natürlich Stoff und. Na, wie heißt denn das andere Zeug? Fleisch. Fleisch, Fleisch. Folgst du mir? Ja. Kann ich hier nicht? Ach so, wegen dem Schrank. Jesus. Kommt da nicht auch? Ich warte mal, komm mal hier hoch. Der kommt auch wahrscheinlich. Ich weiß es nicht.
Komm mal her. Der Profil bleibt hier hinten. Der haut ab, der läuft genau zu der Basis da hinten hin. Komm mal mit, ja? Lass mich nicht alleine hier sterben. Komm mit und stirb. Oder auch nicht. Ist er denn jetzt? Ja, ist klar. Komm hoch hier. Hoch. Hoch. Nicht schießen. Hoch. Du wirst sterben, wenn du da bleibst. Du bist so mutig, ne? Ich bin tot, ich bin tot. Du hast echt Schwein gehabt, Ich ne? bin tot. Du bist tot. Du bist sowas Ich bin von tot. tot. Alter, du hast Ja, wieder so viel ich bin. riskiert, ey, ne? So viel hast du wieder riskiert, ja? Mann, 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 Mann. Lass mich dahin. Nein, ist verkehrt. Weg, 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 weg. Weißt du, halbes Jahr nicht Rust gespielt und dann so mutig, ja? So, jetzt aber nach Hause. Ich hab's ja nur gut gemeint, ja? Ja, weg. Die Basis dahin sieht auch ganz merkwürdig aus. Ich hab halt kein Essen mehr. Ich hätte ja nicht gedacht, dass du stirbst. Ich auch nicht. Habe ich verkehrt gesagt. Ich hätte ja nicht gedacht, dass du überlebst. Hast du überlebt? Nein, du bist gestorben. Aber wenn du schon dabei bist, nimm mal gleich Metall auch noch mit. Aber dann ist echt Feierabend. Holz musst du alleine organisieren. Ah, genau, da sagst du was. Ich hole noch ein bisschen Holz. Kann ich nämlich noch ein bisschen ausbauen, dass wir da auf jeden Fall noch zwei Türen reinkommen. Weil so ist die Basis überhaupt nicht gesichert. Und du musst ja noch das Schloss da rausnehmen, dass ich, also dass da dein Kotschloss reinkommt, mit Metalltür halt. Ja. So, den Baum noch und dann sind wir hier gut. Hast du da? Sieht so lustig aus. Komm mal mit. Lass mal den Baum jetzt. Komm. Go. Der Schuh drückt immer. Also ich setze auf jeden Fall mal Long hin oder loszulaufen hier, ne? Ja, Wenn die wegen den Sache ernst Bären, haben so hier. gab's ja kein Rust-Gegner, aber. Also keine anderen Rustler, aber. Bin ja auch nicht immer nur töten. Ne, warum nicht? Du hättest ja auch nochmal dazu kommen können, dann einen zu töten. Ich habe ja schon einen getötet. Aber nee, warte mal, du hast vorhin einen getötet, den wir da vorhin zu zweit überrascht haben. Da hast du ihn ja den letzten Schuss sozusagen gegeben, ne? Den Gnadenstoß. Stoß, den Gnadenstoß. Unsere Basis am Wasser ist überhaupt nicht versteckt.
Ist doch egal. Das Ding ist morgen auf, wenn es auch übergeht. Wurscht. Fangen wir, beziehungsweise ich, nächste Woche wieder neu an. Eventuell. Na, mal gucken. Muss auch Zeit haben. Zeit und Lust. Macht die Base zu. Sehr schön. Echt so dunkel hier. Ich muss aber umstellen. Das gefällt mir überhaupt nicht. So, ich werde noch ein bisschen sortieren. Du wirst fertig brennen. Wir werden die Tür noch ausbauen. Zwei, drei Türen hier mehr rein. Auf jeden Fall. Eins, zwei, drei auf jeden Fall. Ja, das soll es dann gewesen sein. Eventuell war es das mit Rust. Oder ich mache die Tage alleine weiter. Seid gespannt, wie es denn weitergeht. Eventuell dann auch ja, auf einem anderen Server mal wieder. Ich weiß nicht, ob die Base die Nacht überstehen wird. Weil allzu lange mache ich ja auch nicht mehr heute. Naja. Hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, ne, Digga? Zusammen mal wieder unterwegs gewesen. Auch wenn Ja, finde ich auch, ne? Also. der Start nicht so doll war, ne? Der Anfang vorhin da so. Ja, steckt man meist nicht drin, sag ich mal, ne? Ja. Wenn man nicht tatsächlich Rast spielt, dann sieht es mal ganz anders aus, weißt Ja, das stimmt. Das sehe ich ja schon bei mir, wenn ich mal 3, 4 Wochen kein Rust gespielt habe. Und bei dir ist es ja mehr als ein halbes Jahr her, ja. du? Ja. Würde die ständig tagtäglich spielen, Rast, ja. Sind geübt drin, wie jedes andere Spiel auch immer, ne? Ja, aber das könnte ich gar nicht jeden Tag. Da würde ich durchdrehen. Da habe ich auch gar keine Zeit und keine Lust zu, jeden Tag Rust zu spielen. Dann würde ich in meinem Real-Life-Leben überhaupt nichts mehr auf die Reihe bekommen. Dann müsste ich auch meinen Job kündigen. Dann habe ich auch mehr Zeit, um Rust zu spielen. Was macht denn der Admin da? Sachen verschenken? Sieht so aus. Naja, machen wir Feierabend. Hat auf jeden Fall, wie gesagt, Spaß gemacht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.